Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zu Vampi on Tour. Ich bin hier vor dem Kölner Dom und wir sind gleich auf dem Weg, beziehungsweise wir sind eigentlich schon auf dem Weg zum MPS in Köln. Ja, das erste Mal. Sonst waren wir immer nur in, beziehungsweise war ich immer nur in Rastede auf dem MPS und ich bin gespannt, was es da so geben wird und wenn es irgendwie interessante Infos geben sollte, werde ich mich nochmal zurückmelden. Bis dahin. Ja, ich bin gespannt. Mal sehen, ob Blasterbalk von Saltatio Mortis wieder solche Sprachprobleme bei den Ansagen haben wird. Und dann melde ich mich nochmal zurück. Bis dahin, bye! Wieder in einer Metropole zu sein. Wir kommen gerade von so einem kleinen Dorf in Schleswig-Holstein, das heißt Backen. Und naja, endlich mal wieder Metropole, endlich mal wieder viele Menschen. Dankeschön. Wir haben übrigens ein bisschen gefeiert, also seht uns nach, wenn wir ein bisschen verkatert aussehen. Und man hat mir gesagt, es scheint gar keine Sonne in Köln, aber ich traue mich einfach nicht, die Brille abzunehmen. Tut mir echt leid. Der Grund dafür liegt an den Schankwirten hier. Die haben uns schon wieder Schnaps hinter die Binde gekippt. Da ist alles zu spät. Ja, ein bisschen Mitleid. Dankeschön. Wir spielen für die ganze Saubande, die uns regelmäßig besoffen macht, in Taberna.
Nein, nein, nicht aufwecken, nicht aufwecken. Hallo, guten Morgen. Können wir mal einen guten Morgen auf drei haben für die junge Dame, die gerade so unsanft erwacht ist? Eins, zwei, drei. Kann einem schon mal passieren, dass man bei ein bisschen Dudelsackkrach einschläft. Fällt mir eine hübsche Anekdote ein hier. Der Herr von Mümmelstein, das ist der Kerl mit diesem holzfarbenen U-Boot vor der Scham. Vor weniger als 10 Jahren auf der Bühne, bei uns im Proberaum, lehnte er sich bequem an eine Wand, wohlbemerkt, während die Probe lief. Und irgendwann, mitten im Song, sah er aus wie du. Nein, stimmt nicht, du bist hübscher. So. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir spielen jetzt für euch ein... Der Applaus ist nur für dich. Strengt euch mal ein bisschen an, sie guckt ans Verlierte mal, sie will nicht praktisch. Bist du soweit, Elsie? Der Elsie Bador hier auf meiner rechten, eurer linken Seite, der hat sich jetzt 2 Säcke unter den Armen geklemmt und alle Männer denken sich, boah, das tut auch weh. Und dabei spielt er auch noch an seiner Flöte. Das ist ein echt harter Kerl, wir spielen für euch Amulem ad nauseam. Hart getrommelt habe, ein feingeistiges Instrument zu spielen. Im nächsten kleinen Aufgaben. Mach nochmal. Das war die Brustwarze. Er kann ja nicht das Ding auch mit den Brustwarzen spielen. Die sind nämlich bei ihm immer hart. So. Ich könnte jetzt sagen, im Gegensatz zu... Ah, nein, lass uns. Also meine Damen, so. Achten Sie auf die gespielten Akzente. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das nächste Lied, das ist nichts zu lachen. Nein, es ist ernst, jetzt wird es politisch. Uns macht mir immer noch glauben, dass seit 2008 alles wieder im Lot ist. Dass so etwas wie Bankenkrise ausgestanden ist und sowas nie, nie wieder kommen kann. Genau. Das ist genauso, wie wenn wir sagen würden, wir trinken nie, nie wieder Alkohol. Ja? Wir spüren das auch dauernd, aber glaubt mir, das hält keine halbe Stunde. Ja? Das Problem liegt im System. Eben. Im Eben. System Spielmann. Und im System Bank. Und deshalb machen wir jetzt ein Spielmannslied zur Systemkrise Bank. Oder umgekehrt. Naja, das könnt ihr entscheiden. Wir spielen für euch des Bankers neue Kleider in der ohne Strom- und Stecker-Variante. So kalt ist das.
alle Hände sehen. Alle? Dankeschön. Und jetzt brauchen wir alle eure Stimmen. Na! Schnitt dabei. Ich weiß, da hat die Kamera zwischendurch einfach mal so den Geist aufgegeben. Es tut mir sehr leid. Es war wieder sehr geil. Auch wenn es vielleicht Lieder waren wie in Raststede, so viel, wie ich das mitbekommen habe. Aber klar, ist ja das typische Programm wahrscheinlich fürs MPS. Und ich habe gerade was richtig Geiles entdeckt, wie einen echten Drachenschädel. Zaubertränke dazu. In Wirklichkeit ist es
natürlich Bier, aber es sieht trotzdem cool aus. Und dieser Drachenschädel vor allem, also ich weiß nicht genau, wie der gemacht wurde. Vielleicht ist er ja doch echt, man weiß es nicht. Auf jeden Fall ist er richtig geil und ja, ich habe hier einen leckeren Drachenspieß auch, dementsprechend. Muss ja sein. Und Tartatio-Modus war auf jeden Fall noch richtig geil. Und unser Tag endet dann jetzt aber auch schon beim MPS hier so für heute. Es wird langsam ein ganz kleines bisschen dunkel. Man sieht es so einigermaßen, glaube ich. Naja, nicht wirklich. Morgen ist nochmal ein Tag auf dem MPS und dann sehen wir uns wahrscheinlich nochmal wieder mit ein paar coolen Sachen oder ich finde gleich noch irgendwas Tolles. Auf jeden Fall bis dahin. Macht's gut.